Und Bones kann ich noch nicht einschätzen, weil ich noch nie dabei hatte, was der so macht. So, hier unten lang. Und dann irgendwo... Hier hinten ist die Höhle. Glaube ich. Da hinten ist sie, jawohl. Warum findet man die Schätze mal erst so spät? Ich war hier schon zweimal. Muss ich nochmal wegen dem blöden Schatz ein drittes Mal herlaufen? Wo ist denn das X? Hä? Da ist das X. Schwer. Mal schauen, was Gutes drin ist. Ja, das ist ein Goldschale. Ja, 500 Gold. Das ist auf jeden Fall kein schlechter Schatz. 500 Gold ist eine Menge. Die Kleidung eines Piraten, das interessiert uns nicht. Die Bucht von Maracay, das versteckte Tal. Jo. Jo. So. Wir gehen. Hoshi? Chaka Salu? Wow. Lass mich. So, hier lang. Jetzt zum Feuertempel. Ohne Gehilfe halt. Ich bin echt zu faul, mir jetzt jemanden ranzuholen extra. Das schaffe ich auch ohne. Ich denke mal, mittlerweile ist meine Kampfkraft, ja, groß genug, als dass ich unbedingt einen Gehilfen brauche. Wobei Gehilfen manchmal ganz nützlich sind, um die Gegner abzulenken. Die lenken halt das Feuer auf sich und man kann dann in aller Ruhe 2-3 Hiebe landen, was die Kämpfe wesentlich schneller macht. Aber naja. Wenn jetzt hier die Spinnen wieder sind, dann raste ich aber aus. Dann hole ich mir doch einen Gehilfen. Weil diese Spinnen sind die einzigen Gegner, die wirklich, wirklich... was in diesem Spiel können. Und... Ah, mir fällt noch ein Ort ein, wo ich hin müsste. Noch. Ah, okay. Ist egal. Ich habe auf der Insel... Oh, wo war denn das? Wie heißt das Ding noch? Schwertküste. An der Schwertküste. Gibt es einen Ort, da war ich. Und da waren aber so viele Gegner damals. Und ich war so schwach, dass ich da nicht weitergegangen bin. Ja, da müsste ich nochmal hin. Das war so ein Friedhof von denen. Wow! Okay. Wirklich? Au. Machen wir das so. So, Palomo. Dolch des schwarzen Hundes. Noch ein Dolch des schwarzen Hundes? Ich hab doch mal einen verkauft. Jägers. Ja, ich habe eine Flinte. Kann ich die benutzen? Ausrüstung. Ich wurde aber nie trainiert, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Ist sie nur für die linke Hand? Flinte, ja. Was geht dir? 26 Schritte, Nachladezeit. Cool. Ich könnte jetzt wirklich sogar mit der Muskete spielen, wenn ich Bock hätte. Aber nö. Nö, nö, nö. So. Ja.
Das ist dein Ende. Wow. Dann sind sie noch mehr. Quest gescheitert. Au! Dieser Musketenhandy da hinten, ne? Ist echt nervig. Was zum? Ich bin nicht gestorben. Kacke. Kann mal passieren. Habe ich ein bisschen den Schaden von seiner Muskete unterschätzt. Naja. Machen wir das nochmal. Machen wir das nochmal eben schnell. Hätte ich halt einen Rum trinken müssen, anstatt ein Proviant zu nehmen. So. Also ich muss mich sofort auf den mit dem Gewehr setzen, weil der macht viel, viel mehr Schaden als der andere Typ. Du bist so gut wie tot! Ei. Na. Für sowas sind halt einfach... ja. Für sowas sind halt dann die... Ich will nicht durch die Feuerwand gehen. Die Gehilfen ganz gut, weil sie halt einfach das Feuer auf sich ziehen und man nicht zwei gegen einen kämpfen muss. So. Werde ich die mal hier eben kurz ranlocken. Das ist dein Ende! So. Da kommt Cordoba schon. Ich erwisch dich noch. Erstell dich, du Hund! Hä? Lock doch. Wirklich? Okay, der ist echt nervig. So. Der war echt nervig, der Typ. Skarpetta. Eine Schiffsflinte. Ich glaube, die ist ganz gut eigentlich. Die macht 60 Schaden. Boah. Was? Bajonettschaden hat die auch noch. 40. Wäre mal interessant, mit der zu spielen. Da man ja sonst nicht wirklich auf Schusswaffen kommt. Mal gucken, wie das funktioniert mit dem Schießen. Rechte Hand. Mal gucken. Schussflinte. Ah, okay. Ah, das ist ja mal. Das ist ja mal unterhaltsam. So. Gehen wir mal durch die Wand. Loot antrinken und langsam durch die Barriere gehen. Erstmal eine Fackel rausnehmen. So. Jetzt kommt der Ghoul, mal gucken. Ah, da ist er. Daneben. Daneben. Ah, okay, das gefällt mir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich einfach ist mit der Flinte.
wenn man halt die Fähigkeiten dafür hat. So. Mal so. Das ist meine Fackel. Da ist die. Das ist nur eine Kiste. Machen wir die mal auf. So. Fackel, Trank des Diebes, Pistolenlauf und Gold. Okay. Wow! Okay. Zum Beispiel gegen solche Gegner kann ich mir vorstellen, dass die Machete sehr, sehr, sehr gut ist. Die Schießflinte meine ich. Achso, die muss im. Treff doch! Naja, wenn die so feststecken halt, ne? Hat man einen sehr leichten Kampf gegen die. Aber der Schaden, den man damit macht, ist sehr, sehr gering. Blöden Grabspinnen. Stell das mal an, macht wirklich nicht so viel Schaden. Kritischer Treffer. Ah, okay, es gibt kritische Treffer. Das muss mich vorhin auch getötet haben. So ein kritischer Treffer von dem. So. Hier gibt es sicher noch mehr von den Viechern. Hundertprozentig. Dass es hier noch mehr von diesen Scheißspinnen gibt. Aber ich glaube, ich komme jetzt raus. Ah, so eine Ratte. Ist mir egal. Das versteckte Tal. So. Direkt erstmal von Vögeln belagert. Warum ist da ein Feuer? Oh, ist ein Feuer und ein Bett. So. Lundenschloss, Bloody Mary und Fackeln. Okay. So. So, so, so. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hier gibt es einen Schatz, das weiß ich. Ne, wir brauchen Maracay. Schatz. So. Der ist irgendwo ganz weit hinten drin. Ah, es sind ein paar Termiten im Weg. So. Naja, ein paar ist gut, ein paar mehr. Sind hier im Weg. Töten die mal alle. Ist ja nicht so, dass wir da Probleme haben. So. Sogar mit dem Dolch mache ich die Hälfte von diesen Termiten tot. Von den kleinen zumindest. Da ist noch ein Kistchen. Saphir und Goldbrocken. Hier hinten in der Ecke muss irgendwo der Schatz sein.
Da hinten ist ein Panther. Hallo? Panther. Da ist er. So. Kein großes Problem. Was ist das hier? Eine Grabwurzel. Oh, eine Grabwurzel, das ist eine Pflanze, die Ritual, schwarze Magie und das andere gibt. Permanent als Wirkung. Glaube ich zumindest, dass sie das war. Ganz schön schwer. Noch ein Schatz. Gold, Krone, goldener Teller und Karaffen. Ja, 7er Gold. 7er Gold ist ein schönes Sümmchen. Definitiv. Oh, da hinten ist ein Affe. Naja. Au. Geh weg, Affe. Keiner mag Gorillas. Deshalb werden sie auch fast ausgerottet. Nein, natürlich mögen wir alle Gorillas. Das ist nicht witzig, dass sie fast ausgerottet sind. Aber in diesem Spiel mag zumindest keiner Gorillas. Da gibt es keine PETA oder WWF. Heißt das WWF? Weiß es gar nicht. WWF ist, glaube ich, die Wrestling. Der Wrestling-Kram. Oh, wie heißt denn das? Diese Tierorganisation. Okay. So. Ich meine, sie hieß WWF, aber bin ich mir nicht so sicher. Gut. Gehen wir in den Feuertempel. Da werden wir wohl vermutlich auch Garcia treffen. Die Pickelnase. Oha! Oh! Ich hab's geschafft. Ich hatte sowas schon befürchtet, aber eigentlich habe ich noch nicht damit hier vorne gerechnet, sondern erst ein bisschen weiter hinten drin, dass sowas auf mich wartet. Um ehrlich zu sein. Okay. Hey. Da ist er. Kommandant Corrientes. Oder sollte ich sagen, Kapitän Garcia? Du bist ja doch nicht ganz so blöd, wie du aussiehst. Ich gebe zu, ich habe eine Zeit lang gebraucht. Mach dir nichts draus. Du bist nicht der Erste, der dem großen Kapitän Garcia auf dem Land gegangen ist. Was hast du jetzt vor? Bringen wir es zu Ende. Wozu die Eile? Ich weiß was Besseres. Wir öffnen die Schatzkammer gemeinsam. Die Schätze für mich, die Knochenhand für dich. Und Mara geht leer aus. Was denkst du? Hä? Ich glaube nicht, dass Mara damit einverstanden ist. Garcia. Garcia! Oh oh. Du gieriger Narr, versuchst du mich zu betrügen? Natürlich nicht. Ich wollte dem Kerl eine Falle stellen. Stahlbart zu töten war ein Vergnügen. Den Erden überlasse ich dir. Töte ihn! Jetzt! Tja, jetzt musst du mit mir kämpfen. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Tja, ich tue das nicht gern, aber jetzt heißt es wohl du oder ich. Und ich sage, ich. Dich greife ich mir! Au. Au, der macht gar nicht so wenig Schaden.
Und ich komme hier nicht weg wegen diesen blöden Teufeln. Na, erstmal ein bisschen Proviant fressen. Au. Dann nimm meinen Dolch. So. Was? Ah, der hält ein bisschen mehr aus als zum Beispiel Slain. Aber nicht sonderlich viel mehr. Die Knochenhand. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Aber ich...